Hallo, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Guten Morgen hier aus Deutschland. Wir sind wieder zurück in diesem kalten, verregneten Deutschland. Also gestern war es sehr warm, als wir angekommen sind. Ja, wir sind wirklich gestern angereist wieder aus Thailand, dem Land des Lächelns, der Wärme, den Pflanzen, alles. Aber heute geht es nicht um Thailand an sich. Es wird nochmal ein separates Feedback-Video geben. Na, also falls du Fragen hast zu Thailand, wie es dort war etc., dann schreib das gerne unten in die Kommentare rein. Dann nehmen wir die Fragen auf jeden Fall mit in das Thailand-Feedback-Video. Heute geht es wirklich nur um materielle Dinge, die wir mitgebracht haben aus Thailand, nicht um die ganze Erinnerung. Ja, wir haben einen riesigen Koffer voll mit Souvenirs. Die assoziiert sind mit Erinnerungen. Ja, wir versuchen uns aber heute kurz zu halten. Ja, ja, ich soll weniger labern, hat sie gesagt. Justus. Also, ganz viele haben sich gewünscht, dass wir einfach mal zeigen, was wir da alles gekauft haben. Wir haben uns dieses Mal sogar vorgenommen, viel zu kaufen. Ja. Weil in China, da haben wir viel zu wenig gekauft. Dann kamen wir wieder und... Ja, da haben wir genau, also zu jedem Ort hätten wir gerne so eine Erinnerung gehabt. Und diesmal haben wir das auch umgesetzt. Genau. Also starten wir jetzt mit dem Thailand Haul von uns beiden und unseren vier Kindern. Mhm. Ich starte mit Schmuck. Du siehst das schon. Ich habe hier wunderschönen Schmuck. Siehst du meine süße kleine Schildkröte, ja. Schildkrötenkette. Die haben wir gekauft, als wir zum ersten Mal in unserem Leben schnorcheln waren auf dem Trip. Ach so, ja, ja. Mhm, genau. In einem kleinen Fischerdorf. Da haben die das alle selber gemacht und haben das da verkauft. Ja, genau. Da haben wir das mitgenommen. Nancy hat sich eine Kette gekauft, ich wollte mir auch eine Kette kaufen und dann hat sie gesagt, das passt mir nicht. Deshalb habe ich mir das hier ausgesucht. Das haben die geschnitzt, das ist ein Rochen. Da gab es mehrere, die sie geschnitzt haben, aber der schien auch der älteste zu sein. Der war nicht mehr, oder ist nicht mehr ganz so ansehnlich, aber ich fand ihn halt sehr schön. Jesus liebt Dinge, die, die halt alt und nicht mehr ansehnlich neu sind. Ja, okay. So ähnlich. Ja. Die Geschichte haben, das ist das. Zu den Preisen können wir auf jeden Fall sagen, in Thailand ist alles super günstig. Also so richtig günstig. Man kann das so immer durch 37 rechnen. Vieles kostet da zum Beispiel 50 Baht, 100 Baht. Zum Beispiel die Kette hat jetzt 100 Baht gekostet. Das ist für Touristen ja schon auch sehr günstig. Ja. Obwohl das ja schon Touristenpreis ist. So 3 Euro sind das dann. Ne? Soll ich oben schnell ausmachen? Falls du das hörst, die Waschmaschine läuft am laufenden Band. Ja, ja, genau. So ist das auch im Urlaub. Ne? Ist nicht schlimm, glaube ich, oder? Gut. Machen wir einfach weiter. Also das gehört noch dazu. Wir haben noch irgendwas aus dem Ort. Clara hat sich auch noch Ketten, also Schmuck ausgesucht und so. Das haben wir jetzt hier gar nicht mit dabei. Wir haben bestimmt auch Sachen vergessen. Ich habe auch ein paar Geheimnisse vor dir, muss ich ehrlich sagen. Das zeige ich vielleicht irgendwann mal anders. Okay, also das haben wir da besorgt. So. Geheimnisse von ja, mir? Genau. Etwas, was man nicht kaufen kann. In Thailand gibt es ja unfassbar viele Nachtmärkte und wir waren da echt oft. Wir lieben das Getümmel, wir lieben die Einheimischen da. Ja, wir lieben das auch, wenn das nicht so picobello ist wie in so einem richtigen Einkaufszentrum oder so. Und deswegen waren wir da sehr oft und da gibt es einfach so viele Sachen. Das hier wollte Clara unbedingt haben. Frag mich nicht, ne? Weiß ich nicht. Sie fand das schön. Ich habe einen Preis rausgehandelt, weil ich zwei gekauft habe. Ja, also so ein schlafender Hund oder was? Keine süße Katze. Das ist nicht Clara, sondern das ist Elisa. Ne? Elisa hat sich das ausgesucht. Elisa hat sich ausgesucht. Das sind auch selbst gehäkelte Puppen. Genau, also die saßen da auch noch und waren da am Häkeln. Ja, das fand ich ganz toll. Vieles sieht man, wie sie es machen, aber es machen ganz, ganz viele machen das. Also das eigentlich ist wohl alles eingekauft. Das haben wir dann auch erfahren von unseren Guides. Ne? Ja, vieles ist eingekauft, so Masseneinkäufe machen die. Und deshalb ist an vielen Ständen das relativ ähnlich, freundlich ausgedrückt. Aber der Preis ist immer unterschiedlich. Der Preis ist unterschiedlich, aber einige Stände stechen hervor, dass sie eben solche Sachen doch selber machen. Und wo man sieht, dass sie das selber machen. Apropos. Genauso wie Tuk-Tuk. Tuk-Tuk, ja genau. Ach so. Das haben wir zum Beispiel auch nur bei einem Stand gesehen. Genau. Wenn man in Thailand ist, muss man Tuk-Tuk fahren. Das gibt es nur da. Und das ist so cool, mit dem Tuk-Tuk zu fahren. Ja, wir sind ja mit Real davon gemacht. Ja. Musst du bei Justus auf Instagram schauen. Wir sind ja auch elektrische Tuk-Tuks gefahren. Ja. Das war das Spezielle. Und da hast du Fahrtwind, weißt du, also in Thailand ist es so heiß, aber wenn du Fahrtwind hast, ist es schon cool. Zu den Sachen, die es haufenweise gibt, also wo es 1000 Stände davon gibt. Und zwar hier, das ist Seife. Und ja, das kann man quasi überall 1000 Mal kaufen, aber die schnitzen sie selber. Also es ist also nicht ja, es nur ist einfach, trotzdem handmade. Das ist ja wirklich handmade. Aber also man soll sich das quasi ins Badezimmer stellen und dann riecht es auch so, ne?
Wir haben uns 3 Stück gekauft, also einen großen, 2 kleine. Und dann dachten wir so nebeneinander, sieht das bestimmt ganz hübsch aus. Man kann es auch einfach zum Verschenken, ne, wenn man so aus Thailand kommt und ja, was zu mitbringen. Die Glückszahl 3, das ist ganz wichtig da in Thailand. Alles ungerade Zahlen sind Glückszahlen in Thailand. Natürlich lernt sie Fressalien. Fressalien? Ja, also Bonbons. Was war das noch? Das ist Longan. Getrocknete Früchte gibt es da so viele. Es gibt getrocknete Longan, es gibt Mango, es gibt... Alles. Alles, ja genau. Also die schmecken richtig gut, das getrockneten Longan. Litschi? Nee, das ist ja nicht, das sind die hier. Ja, ja, so sehen die aus, ähnlich warte. Wie Litschi-Dinger. Für Justus ist alles ähnlich wie Litschi. Oder Durian. Aber sie schmecken wirklich sehr, sehr lecker. Und dann, das sind jetzt eine Packung von Kaugummis. Also es gibt verschiedene Sorten halt auch immer. Es gibt Erdbeere, Pfirsich. Ach so, guck mal hier, das sind die Erdbeeren. Mango sowieso immer. Getrocknete Erdbeeren. Getrocknete Erdbeeren, aber die sind so sauer. Das ist ganz witzig. In Thailand hat wohl der König eingeführt, dass Erdbeeren angepflanzt werden. Und zwar anstatt von Opium. Kaffee und Erdbeeren anstatt von Opium. Richtig cool die Geschichte. Also wir hatten ein paar richtig coole Guides, die uns ganz, ganz viel erzählen konnten zu der Geschichte. Und die Erdbeergeschichte fand ich ziemlich witzig. Kann man noch offen hier. Ja, kannst du mal probieren. Nicht so viel auf einmal. Ich habe nicht so viel davon gekauft, leider. Leider viel zu wenig. Oh mein Gott, nächstes Mal müssen wir viel mehr Food kaufen. Mhm. Lecker, ne? Ja. Die schmecken aber auch so, also ungetrocknet, auch sehr, sehr lecker. Bonbons gibt es da auch zuhauf. Ich habe Durian-Bonbons gekauft. Da muss ich sagen, bin ich sehr enttäuscht. Also sie schmecken mir gar nicht. Und ich liebe ja Durian. Die schmecken so ganz komisch, intensiv, also total extrem. Ach, intensiv natürlich. Stinken Durian. Auch. Hm. Hast du gar nicht probieren? Hm. Nee, die schmecken. Also, Justus mag ja auch mittlerweile sehr gerne Durian. Ja. Aber glaub mir, die schmecken dir nicht. So. Abgefahren vom Durian-Hater zu Durian-Liebhaber. Ich bin sehr stolz auf meinen Ehemann. Gekühlte Durian ist echt abgefahren. Mhm. Aber welche Bonbons super lecker sind. Alter Schwede. Boah. Ich hab doch gesagt, die schmecken nicht. Ich hab die auch ganz ehrlich jetzt nur mitgenommen nach Deutschland. Um dir das so zu zeigen, weißt du? Also alle Durian-Liebhaber, sogar wir finden diese Bonbons irgendwie... Schmeckt komisch, so intensiv irgendwie. Ja, das ist abgefahren. Also man hätte Durian-Bonbons wirklich sehr viel leckerer machen können. Welche Bonbons aber super lecker sind, sind hier... Diese Mango-Bonbons. Und in Thailand oder allgemein in Asien macht man Bonbons sehr, sehr gerne so mit Milch oder wie nennt man das? Milchbonbons. Ne? Mhm. Deswegen sind das Creme, ja. Ja, so cremig-milchige Bonbons. Davon habe ich ganz viele Packungen gekauft. Guck mal, 60 Baht hat eine Packung gekostet. Aber die geben meistens nochmal Rabatt und dann kriegt man eine Packung für 50 Baht oder. Ja, und hier ist. Also man muss auch. Nochmal sagen, wir waren ja da auch nochmal in der touristischen Hochburg. Da sind die Preise auch nochmal ein bisschen angehoben. Ja, also Einheimische kriegen das bestimmt nochmal günstiger, irgendwie bei die Hälfte. Für 30 Baht. So, ne? Ja, man kann ja ruhig immer so die Hälfte rechnen, ne? Ja, ist sehr unterschiedlich. Also man kann. Ich rechne das immer nach einer Kokosnuss. Also wenn man irgendwo einen Stand sieht mit einer Kokosnuss und die kostet so 40 Baht, dann ist das eigentlich ein ganz günstiger Markt. Ja. Da. Wenn das anfängt zu 80, 90 und die teuerste, die wir hatten, war 150 Baht, dann wissen wir, ah, hier kann man nicht günstig einkaufen. Also Anastasia mag diese Mango-Bonbons auch total gerne und deswegen habe ich so viele Packungen davon gekauft. Für Mochi haben wir auch noch was mitgenommen. Ah, dann müssen wir die Augen noch abmachen. Ja, die Augen. Ja, müssen wir. Ja, ja. Als wir unterwegs waren, hat Nancy gerade in dem Moment ein Video zugeschickt bekommen, wo Mochi so ein sehr derbes Kuscheltier auseinander nimmt, beziehungsweise dran zieht und kämpft. Und dann dachte ich mir auch, Mensch, das ist ganz toll für Mochi. Und der Verkäufer war echt cool. Der hat es ganz schnell verkauft. Justus ist ja auch so einer, der sich gerne von so einem Verkäufer... Nein, nicht gerne. Also wenn die das geschickt machen und lustig machen und freundlich machen, dann kannst du auch so, 150 Bar. Also, oder da kommt jemand und erzählt einem die Geschichte von diesem wirklich einzigartigen Ding. Und erzählt und macht. Und heute ist super Special Preis. Genau, nur heute. Nur für dich, super Special Preis. Und dann bezahle ich den Preis auch. Weil ich das witzig. Ja, wenn sie sich auch so viel Mühe geben. Ne? Und also es war jetzt trotzdem auch für ihn war das halt teuer. Also er ist gut verkauft. Aber trotzdem für uns war es dann trotzdem mal günstig. Wie viel hat er gekostet? Ich glaube, du hast 300. Ja, 8 Euro oder so. 8 Euro haben wir dafür bezahlt. Er freut sich dann, dass er dann halt ein tolles Geschäft gemacht hat.
Und für uns ist das jetzt trotzdem, ne, ein guter Preis irgendwie gewesen. Also für Mochi haben wir auch was mitgebracht aus Thailand. Ja, ist auf jeden Fall sehr gutes Material. Also der Hund kann wirklich dran ziehen. Ist jetzt nicht, dass es gleich auseinanderfällt. Und auch das ist Handarbeit. Ja, das hat er uns nochmal... Ja, ist ja auch so. Ja. Er hat es zwar nicht selber gemacht, aber einer hat es gemacht. Doch, dann kriegt es Mochi doch nicht. Dann stelle ich es mir jetzt hin. Auf meinen Nachttisch. Viele Dinge, da dachte ich mir auch, boah, ist das toll, ne? Das müssen wir kaufen. Und dann so, und was machen wir dann zu Hause damit? So, wo stellen wir das dann hin? Das war halt auch immer so ein bisschen im Hinterkopf. Zum Beispiel, kannst du doch direkt das zeigen, das passt doch jetzt gut zum Thema. Wir waren auf einem Nachtmarkt, also man muss sich das auch so vorstellen, es gibt so Nachtmärkte, die sind wirklich nur touristisch, wo man quasi ganz viel Nike kaufen kann und Louis Vuitton und, ne, also... Ja, gefällt. So, und wir waren auf einem Nachtmarkt in Chiang Mai und da gab es einige Geschäfte, die so ein bisschen abgelegener waren und wo es was Echtes gab, also echte Sachen. Und da zum Beispiel diese Figur, die hat es mir vorher angetan, weil es ist die typische Savatnika-Figur. Und die hat diese Spiegel drauf. Das ist gegen Dämonen, also gegen böse Dämonen. Ja, genau. Also ich weiß nicht ganz genau, welche, ob das eine Gottheit ist oder wie auch immer. Auf jeden Fall fand ich diese Figur perfekt. Und die ist auch wirklich alt. Also sie ist nicht billig nachgemacht und die ist auch nicht auf alt getrimmt, sondern sie ist wirklich alt. Und das hat mich fasziniert. Und die hatten ja auch tolle Edelsteine. Und da ärgere ich mich immer noch so, dass ich die nicht gekauft habe. Saphire und Rubine. Aber halt so alt und auch die Qualität war nicht perfekt, aber halt spottbillig. Und dann habe ich gedacht, na, dann doch nicht und so weiter. Aber die hätte ich doch gerne, ich habe mir welche besorgt. Und wir haben noch einen Buddha haben wir noch. Der ist auch ganz alt und den haben sie irgendwie versucht dann zu restaurieren oder versucht nochmal nachzumalen, damit er dann halt schön aussieht und haben ihn damit mehr verschandelt als schön gemacht. Aber das kann man gut restaurieren, das Ganze. Und das ist auch sehr, sehr alt. Also man sieht ja auch, dass der mal irgendwo gestanden hat und dass er dann abgebrochen war. Es gibt mehrere Buddha-Positionen. Es ist dieses Geben und Nehmen. Da oben gibt es immer so eine Art Krone für den Buddha. Die fehlt hier leider. Das ist aber nicht so schlimm. Die stellen wir uns hin. Genau, also Justus ist totaler Fan von so sowas, ne? Auch so Steine, Edelsteine, steht er da und guckt. Also sowas total begeistern. Ja, das ist eine mega Geschichte. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Vielleicht kann irgendjemand ein bisschen was zu dieser Figur hier erzählen, zu der Frau. Spannend. Genauso wie mit der Schnitzerei aus dem Fischerdorf. Das sind ja wirklich arme Leute da. Du wirst ja wahrscheinlich auch nochmal eine Tour zeigen. Nee, ich glaube vom Fischerdorf, also von dem ersten Trip, Schnorcheltrip, habe ich keine Aufnahmen für YouTube, aber für Instagram. Aber Instagram, okay. Aber ich habe definitiv schöne Aufnahmen da gemacht. Okay. Und das können wir euch zeigen. Ne? Ja gut, also das ist die Schnitzerei. Also von allen Schnorcheltrips und ja, Strandtrips habe ich keine Aufnahmen für YouTube. Der ist schon geschickt? Nein, vielleicht macht er es noch. Mal gucken. Muss ich nochmal dran erinnern? Ja, mache ich. Party okay. Arty. Guck mal, dann kannst du dann, oder das ist ja Claras, aber kannst du ja schon mal auch zeigen. Das gehört irgendwie auch mit dazu, finde ich. Genau, es war auch auf dem Nachtmarkt und das ist eben ein Elefant. Also da gibt es unzählige Elefanten. Der Elefant ist ja das Nationaltier der Thailänder. Da gibt es Elefanten unterschiedlicher Qualität und das ist halt ein schönerer Elefant gewesen. Deshalb haben sie doch mitgenommen. Aus Holz, genau. Ne? Aber Clara hat eben gerade noch mal bemerkt, das ist der Vater mit seinem Baby, weil der hat Stoßzähne. In Thailand, beziehungsweise die indischen Elefanten, die da ja sind, die haben keine Stoßzähne. Die asiatischen. Die gehören zur indischen Familie. Ja. Aber wir haben so viel gelernt, das war echt krass. Toll. Auf jeden Fall ist das offensichtlich der Vater und nicht. Vater und das Baby. Ja. Was ja auch absolut, ne? Ja, du das bist ja auch ist ein toller ich Papa bin ja auch mit Baby ein Vater, unterwegs. Genau. So, was kommt noch von den Nachtmärkten, ne? Es kommt alles von den Nachtmärkten. Diese Hüte, also es gibt da ganz viele Hüte. Und Clara und Elisa haben sich so süße hier ausgesucht. Also finde ich auch mega süß. Sind auch gehäkelte, verschiedenste Farben gibt es da immer. Ja, also die Kinder achten natürlich nicht so auf die Geschichte der einzelnen. Na, das Sachen. Muss auch nicht sein. Deshalb also man kam darf das hier auch vom Nachtmarkt? Nein, das kommt nicht aus dem Nachtmarkt. Guck mal, jetzt bist du verwirrt. Jetzt bin ich verwirrt. Oh, hier. Was ist das denn hier überhaupt? Achso, das ist jetzt das hier kommt vom Nachtmarkt. Das kommt auch nicht vom Nachtmarkt. Natürlich. Das hier kommt vom Nachtmarkt. Markt. Also eigentlich hat sich Clara diesen Hut ausgesucht, das war ganz lustig. Und dann hat sie aber dann doch den Hut gefunden, aber da hatten wir den schon gekauft. Und dann hat Johann den dann irgendwie genommen. Das hat so gut zu ihm gepasst, weil er hat auch auf dem Nachtmarkt, da gibt es auch ganz viele Klamotten, das haben wir jetzt ja gar nicht mit drin, weil die sind alle in der Wäsche. Das hast du auf Instagram schon gesehen. So weiße Klamotten, weißt du, und dann mit seinem...
Jade, Milliarde sagen? Oh, ja, ja, eines Ding hier. Ach, hast du auch noch? Die Kinder haben zeigen wir auch noch gleich. Ich war nämlich auf so einem Jade, in so einem Jade-Geschäft. Jade-Kette und dann mit dem Hut und dann sah er echt aus wie so ein Sensei. Das ist auch vom Nachtmarkt, das hat sich auch Johann ausgesucht für sein Zimmer. Das ist eigentlich so eine Lampe, muss man auch zusammenbauen. Und dann hat sie halt, ja, es ist so eine Lampe, ne? Sah ganz hübsch aus eigentlich, aber davon gab es auch, das war auch so Massenproduktion. Ne? Mhm. Aber trotzdem, naja, ihm hat es gefallen, ist doch schön. Und wenn wir schon bei Johann sind, dann kann ich auch direkt mal das zeigen. Ich weiß nicht, was es ist, aber er hat sich total dafür begeistert. Das ist eine Figur und zwar... Steht doch da, Nagase? Itachi? Nein, wie heißen die? Wie heißt das denn? Naruto. Genau, Naruto ist das. Und da ist das ein Angriff und die können irgendwie einen Dämon beschwören oder irgendwas, wie auch immer. Also von sowas gab es ja auch viel. Und sowas kann man auch sehr selten in solchen Manga- oder Comic-Shops oder Freak-Shops, wenn ich das jetzt mal kaufen. Aber hier sind sie natürlich unbezahlbar. Mhm. Obwohl der auch schon sehr teuer war. Mhm. Naja, gut. Ja, aber naja... So ist das mit Jungs, ne? Große Jungs, die wünschen sich halt andere Sachen als so einen schönen Hut. Und er wollte das haben, dann haben wir das auch mitgenommen für ihn. Also Nachtmärkte habe ich auch noch Klamotten für mich gekauft, also so Elefantenhosen, die gibt es da wirklich von Stand zu Stand immer. Preise auch sehr variierend. Für Anastasia habe ich auch so süße Elefantenhosen gekauft, das sah so niedlich aus. Also ich hatte nämlich keine kurzen Hosen für sie dabei. Und das ist so ein Stoff, so ein ganz, ganz dünner Baumwollstoff. Die hatten da auch ganz viele Musselinsachen und da hätte ich eigentlich zuschlagen müssen, weil hier in Deutschland zahlst du ja Unmengen für Musselinkleidung und da gibt es das einfach auf dem Nachtmarkt. Ich habe nur symbolisch jetzt hier das Kleid, so ein Kleidchen. Das ist so süß. Sie hatten ganz viele von solchen Kleidchen mit so Elefanten drauf oder auch mit so Blumen drauf. Ist auch absolute so Masse. Süß. Ich weiß ja, nicht, nennen Sie beim ersten Stand, wo Sie das gesehen haben, und sagen, oh, das ist so schön und dann... Sie überlegt und dann soll sie es kaufen und dann, ja, also es gibt hier gab ja nur diesen einen Stand, wo, ja, und dann hat sie es da gekauft und dann später, als sie noch auf anderen Nachtmärkten waren, gab es das hier nochmal. Ja, das gibt es auch ganz, aber ganz ehrlich, das ist so hübsch, das kriegst du hier in Deutschland nicht, das ist wirklich. Aber das sieht auch wirklich so aus, als ob das. Ich habe das für Anastasia und für Elisa habe ich auch diese Kleidchen gekauft. Es sieht so hübsch aus. Elisa hatte das an auf Katamaran. Ja. Und dann wehte das, weißt du, und das sah so bildhübsch aus. Ja. Wirklich, wirklich hübsch. Ja. Ja, solche Klamotten gab es da auch zuhauf. Für die Kinder zum Spielen ein Traumfänger mit einem Elefanten drin. Justus fand das süß. Ich fand das so cool. Wo ist denn die andere Kette? Die, ja, das fehlt doch nicht. Irgendwie fehlt irgendwie fehlen so ein paar Sachen. Na gut, also... Anastasias fehlt. Ja. Aber süß, ne? Ja. Finde ich süß. Als Erinnerung, weißt du, für die Kinder auch. Ich wollte die Kette für Elisa haben und dann kam dann Clara und dann Anastasia und dann musst du alles dreimal kaufen. Ja, so ist das halt. Meine Handtasche! Achso. Wo ist denn meine andere Handtasche? Also das gab es ja auch so, an jedem Stand. Ich weiß, wo die ist. Nein, ist egal. Ich habe doch eine andere Handtasche gekauft, auch so mit, wie nennen wir das? Stoff. Geflochtene. Geflochten. Wunderschön. Justus fand die nicht schön, aber ich fand sie richtig schön. Gerade so an der Beach, weißt du? Gerade so on the beach. Sieht so schön aus und dann hast du da deine Sachen dran. Also ich habe mich da auch ausgetobt. Ich liebe das, auf diesen Märkten da einzukaufen. Vielleicht haben wir das schon gemerkt. So, Johann. Achso, das willst du auch noch zeigen. Naja. Na, da weiß ich nicht, warum Justus das gekauft hat, ganz ehrlich. Ja, das ist... Das war auch auf dem Fischerdorf, wo ich dir die Sachen gekauft habe. Und dann nimmt er das hässlichste Armband auch noch mit da. Also, es hat ein kleines Mädchen mir angeboten und die sind ja dann nicht so ganz so... Das reich. Machen ganz viele. Kleine Mädchen laufen dann hinter den, hellhäutigen... Dümmlichen Männern hinterher. Nein, okay. Touris hinterher und dann, auch wenn man dann Nein sagt, dann laufen sie trotzdem weiter hinter dir her. Und bis er dann doch Ja sagt. In diesem Fall ist er nur einmal rumgelaufen. Ach so. Und dann habe ich gesagt, wir waren gerade schon wieder zurück und wollten auf das Schiff sozusagen und dann kamen sie nochmal angelaufen und dann... Wie viel hast du bezahlt? Sag ich nicht. Hast du mehr als 50 Baht bezahlt? Ich habe viel mehr als 50 Baht bezahlt. Ernst? Ja. Aber alle Armbänder dort haben doch nur 50 Baht gekostet. Das ist wirklich auch nur aus Plastik und diese Figürchen, die haben da so kleine Setzkästen, so Plastiksetzkästen. Das finden sie zusammen, also das ist jetzt mit dem Strand. Ja, aber du hättest auch ein schöneres nehmen können. Warum musst du denn das nehmen? Das war schon das Schönste, was sie... Was das mich angeht. Und deshalb hat sie das von mir abgekauft bekommen. Also das war das Schönste, was sie hatte.
Das war dasselbe wieder mit den Stiften. Hast du die Stifte hier? Nein, ich weiß nicht, hast du sie nicht mitgenommen? Doch, ich habe sie mitgenommen. War auch ein kleines Mädchen. Da waren wir auf dem schwimmenden Dorf. Da habe ich ein YouTube-Video dazu gemacht, genau. Mhm. Das hast du dann bestimmt auch schon gesehen. Und zwar... Wo sind die, wo sind die Glasfiguren? Die will ich aber jedenfalls definitiv zeigen. Ja, wo sind die denn? Clara, wo sind die Glasfiguren? Weißt du, wo die Glasfiguren sind? Die Glasfiguren? Die Glasfiguren. Dein Fisch? Die waren doch in Jons Tüte. Hat sich hier dieser ausgesucht. Das ist doch heiß da. Und dann, ja, bist du froh, wenn du ein bisschen Wind zuwedeln kannst. Das werde ich ja auch in Deutschland benutzen, so im Hochsommer. Apropos Johann, das kann ich ja jetzt direkt mal zeigen, wenn wir gerade schon beim Thema sind. Da waren wir aber Dings mit ihm oder mit den Kindern, wir alle zusammen. War das in Phuket? Das hier? Ja, das ist in Phuket gewesen. Das war in Phuket. Johann, sag mal, was hast du dir gekauft? In Phuket waren wir allerdings nicht auf dem Nachtmarkt, sondern da waren wir auf in so einem riesen Einkaufszentrum, eigentlich sehr modern, ne? Und das ist so das, was Johann schön findet und was es einfach in Deutschland nicht gibt. Solche Arten von T-Shirts. Ja, das ist aber eine japanische Marke. Wie hieß die nochmal? Tokyo Boy oder so. Ach, made in Thailand aber auch. Rock Chang. Das ist. Das war aber alles auf Japanisch. Das war nicht das. Haben wir nicht. Tokyo Ghoul Style. Das kommt vorhin auch so ein Stand nebenher. Genau. Das ist Kamimura und das ist dieses Tokyo Ghoul Style. So was mag der Johann. Johann hat sich ganz schön gegönnt. Ich habe schon deine Figur hier gezeigt. Gönnen wir, wa? Ja. Hast du schon mal einen Drachen gezeigt? Ja, das habe ich hier schon alles gezeigt. Okay. Wie meine Drachenfigur. Ja, die kannst du auch wieder mitnehmen. Nee, noch nicht. Die Drachenfigur. Ach so. Ja. Also das gehört natürlich immer irgendwie mit dazu. Johann hat sich sowas ausgesucht. Wir dachten am Anfang, das ist Plastik. Also diese schwarzen Figuren gibt es in jeder erdenklichen Art und Weise. Gibt es da zu kaufen. Und das ist aber kein Plastik, auch kein Holz, sondern das ist Kautschuk, genau. Das hat uns auch ein Guide erklärt. Richtig cool. Es ist zwar gegossen, aber sehr schön. Jetzt kommen wir zum Jade-Geschäft. Also wir waren ja mit Nu zusammen, Tempel schauen und so. Wolltest du mit Nu zu diesem Jade-Geschäft oder hat sie uns da... Nee, also, da gibt es ja auch wieder 1000 Märkte. Und dann waren diese ganzen Fake-Jade-Sachen da. Und ich sag's, Mensch... ja, ich finde das sehr schön, ne? Hat gesagt, aber ich würde mich freuen, wenn ich irgendwas Echtes bekommen könnte. Also echte Jade, echte Figur, auch wirklich handwerklich schön gemacht und nicht nur gepresstes Plastik. So, und dann hat sie gesagt, ja, hier in der Nähe gibt es eine richtige Jade-Schnitzfabrik. Und dann sind wir wirklich dahin gegangen. Und dann konnten wir uns angucken, wie quasi aus diesen großen Jade-Blöcken dann Figuren gemacht wurden. Und da habe ich mir einen Naga ausgesucht. Ein Naga ist ein Tempelwächter. Das ist so eine Schlange letztendlich. Das ist so ein Naga. Das ist wirklich Jade und der wurde da geschnitzt. Das sieht aus wie ein Drache, ist aber... Ist doch auch ein Drache. Aber, ja, ist ein Drache, aber die nennen den Naga. Ah, okay. Hier, ich habe nur meine Kette. Nicht Xel-Naga? Ach, das ist deine Kette, genau. Johann hat diese Kette bekommen, auch aus echter Jade. Genau, also ich habe versucht, mit denen zu handeln, weil der Preis doch schon ziemlich heiß war. Und darauf haben sie sich nicht wirklich eingelassen, haben aber dann den Kindern Jade-Amulette mitgegeben. Also Johann hat das auch so einen mit Drachen bekommen. Und er liebt das Ding, ne? Ja. Die anderen haben einen Ring bekommen, der ein Loch hat. Durch dieses Loch kann man sozusagen zu Gott sprechen, natürlich. Wünsche äußern oder zu der Geisterwelt kann man sprechen und hoffen, dass die Wünsche in Erfüllung gehen. Und dann haben wir eben auch erzählt, dass Schwägerin oder keine Ahnung, die immer, wenn die dann bei einer Mathearbeit sitzt oder so, sich wünscht, dass sie die Mathearbeit gut macht. Ja, also von Jade gibt es ja verschiedenste Farben, das wusste ich auch nicht. Die teuerste Farbe ist wirklich dieses sehr grüne. Mhm. Ne? Und dann gibt es halt Abweichungen, immer heller grün. Da gibt es auch sogar lila Jade, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ja, rosa, schwarze Jade gab es auch. Jetzt hat Justus endlich etwas von Jade. Also auch in China hat er ja schon immer geguckt. Ja, aber da gab es immer nur dieses Fake-Zeugs. Und das Schöne finde ich auch, dass wir halt auch in dieser Fabrik waren, wo das auch gemacht wurde. Ja, dass wir auch gesehen haben, wie die das machen. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir, wir machen das selber. Sondern es ist wirklich geschnitzt und ich werde auch ein Reel hochladen zu dieser Jade-Schnitzerei. Das ist natürlich schon extrem. Ne? Sie haben eigentlich normalerweise so Platten und dann sind da Figuren und der ist halt innen drin. Genau, der ist. Das war sehr aufwendig. Dreidimensional, genau. Haben sie doch mal gesagt, das ist sehr aufwendig gewesen, den zu schnitzen. Ja, dann waren wir auch noch im Juweliergeschäft in Phuket. Das war so ein Trip, den wir gebucht hatten. Also da war mein,
tausend Stationen, die man da machen konnte. Und da gehörte der Trip eben zu diesen Juweliergeschäften dazu. Also es gab dort eben Diamanten natürlich, aber es gab auch Saphire, Rubine. Diese Saphire und die Rubine werden ja vor Ort in Thailand abgebaut und die Diamanten müssen die selber aus Afrika dann einkaufen. Ne? Also deshalb hatten die gar nicht so viele Diamanten, sondern halt ganz viele Saphire. Aquamarin. Und ich bin halt ein großer Fan auch von Saphiren. Also ich mag also halt Justus liebt ja diese ganzen diese Steine. Ja, die blauen Steine mag ich halt sehr gerne. Aber die waren sehr teuer. Also sehr teuer. Ja. Thailand hatte eigentlich ganz gut, günstige Preise, aber selbst für Europäer waren die Preise schon sehr hoch. Und das war aber extra für Touristen. Ja, genau. Deshalb schade, dass ich auf diesen Nachtmarkt, man muss sich das vorstellen, sie hat dann was ausgebreitet, ihre Vitrine aufgemacht, die so pseudo gesichert war. Und da waren dann echt uralte Ringe und Amulette und dann halt auch einzelne Steine ganz, und auch große Saphire. Echt krass. Aber alles, man hat schon gesehen, da konnte man mit dem Auge, konnte man so kleine Einschlüsse sehen. Also das war halt nicht die krasseste Qualität, aber insgesamt auch schon, war es schon toll und wirklich spottbillig. Naja, aber interessant. Wir waren bei Jade, wir waren beim Juwelier und überall gibt es natürlich Schmuck, Schmuck, Schmuck und ich habe mir nichts ausgesucht davon, aber Justus so solche Augen, blink, blink, blink und das ist so total sein Ding einfach. Ja, weil ich eine Idee hatte und das wissen die Kinder, aber du nicht. Ist das dein Geheimnis? Ja, das ist mein Geheimnis. Ich bin mysteriös. Okay, gut, dann machen wir jetzt einfach weiter mit das hier. Wir waren nämlich natürlich auch im 7-Eleven und... Ich wusste nicht, was 7-Eleven ist. Ich dachte, wir sind 7-Eleven. Ja, halt aber 7-Eleven sind ja zwei Glückszahlen, auch wieder für die Thailänder. Und ich finde das schräg. Also, nennen Sie mir den Titel. Und die Thailänder und die ganzen Leute lieben auch dieses 7-Eleven. Also, die ständig 7-Eleven gibt es in jeder Straße gefühlt fünfmal. Also, das gab es da wirklich zuhauf. Es ist so ein kleiner Supermarkt, Drogerie, Food. Das ist alles so in einem. Und das ist einfach so toll. Ich habe dich auch mitgenommen in einem Vlog zu einem 7-Eleven. Und da gab es eben auch Tigerbalsam. Und das hatte mir die Nu empfohlen, weil wir hatten natürlich auch Moskitostiche. Und meinte sie, ja, dann mach Tigerbalsam drauf. Den weißen aber, nicht den roten, weil der ist zu stark. Sondern den weißen soll man einfach auf Moskitostiche drauf machen und dann juckt es nicht mehr. Und das hat so gut geklappt. Also ich bin sowieso geheilt von... Der hohe Anteil von Tigerkralle da. Nein, es ist... Falls sich jemand fragt, Tigerbalsam, dann denkt er, okay, gut. Nein, die Deutschen kennen auch Tigerbalsam. Gibt es auch im DM. Ja? Nicht in der Größe, sondern in der. Ja, diese Größe gibt es in DM. Ganz ist eine normal. Pflanze. Und wir haben ja auch durch diese Familie, diese Lana-Familie, kennengelernt, was das für eine Pflanze ist. Kann man auch direkt dann drauf rein. Und nennt sie die ganze Zeit, oh, das hilft so gut, das ist jetzt, ich habe zwar 1000 Mückenstiche, aber die werden ich bin geheilt aber. Vom Thema Moskitos. Ich fand das ganz spannend, dass manche ja... Also das so schlimm finden, ne? Dass da so viele Moskitos sind. Und nein Gott, ich würde niemals nach Thailand reisen, weil da sind so viele Moskitos. Also da macht man jetzt wirklich aus einer Mücke einen Elefanten. Ne? Es sind immer noch nur Mücken. Natürlich sind da Mücken und die beißen dich halt, mein Gott. Und dann machst du ein bisschen Tigerbalsam drauf und dann ist gut. Genau. Ja, ist auch so. Ich habe sogar ein Foto, so. Justus hat ein Foto von mir gemacht, wo der Arm hier komplett geschwollen war, voller Moskitostiche. Aber egal. Aber egal, ja. Ja, mir ist das egal. Ja. Das schreckt mich doch nicht ab, wegen so. Also ich meine, Thailand. Ja, ja, also war richtig cool, aber man denkt immer, Thailand, da kommen so eine Mücke und bam, ist sie tot. Nein, das sind so kleine, die kannst du gar nicht sehen. Du denkst dir, das sind irgendwie... Sind viel kleiner als ich in Deutschland. Ja, das sind so Größe von... den großen Ameisen in Thailand. Die Ameisen waren eigentlich groß. Die Ameisen waren groß. Und noch eine andere Geschichte. Aber genau, das ist in Thailand viel besser. Die Fruchtfliegen, die haben so Fruchtfliegengröße, die Mücken da. Mhm. Echt abgefahren. Ja. Und die machen aber so eine Flatscher... Mhm. Ich glaube, das ist deren Überlebensstrategie, dass sie so klein bleiben und du sie nicht siehst. Und ich meine, da läuft ja auch überall die Klimaanlage. Und deswegen hörst du die auch gar nicht, wenn sie hier so rumschwirren, weißt du? Wir hatten einmal Ausfall von Klimaanlage und da habe ich sie gehört. Das erste Mal, dass ich sie gehört habe. Habe ich selbst ein paar Mal geschlagen, aber die Mücke habe ich nicht bekommen. Super groß, super kleine Mücke. Super klein. Also, aber die haben alle nur mich gestochen, also. Nee, ich habe meine Beine, ich habe mich dann auch nicht mehr eingesprüht, damit du nicht so viel gestochen wirst. Wurdest du denn gestochen? Ja, meine Beine waren nachher. Oh mein Schatz. Ich bin halt ein Held. Aber mein Baby wurde nicht gestochen. Nee, witzigerweise nicht.
Also ich glaube, die hat 2 Stiche abgekriegt. Gut, dass ich neben dir lag. 700.000 Millionen. Jetzt übertreibst du wieder. Ja, also das war krass. Mach den Leuten nicht so viel. Manche haben wirklich Angst vor Moskitos. Ja, ja, aber ich würde, wenn ich da jetzt nochmal hinfahren würde, es gibt ja solche kleinen Elektrolichtdinger für Mücken. Das brauchst du. Du willst zumindest mal probieren. Nein, du brauchst nichts gegen Moskitos. Wirst du gestochen, ist egal. So, weiter geht's. Wir waren ja noch in so einem riesigen Einkaufscenter in Phuket. Und die Kinder sind dann natürlich, die lieben ja so, oder Clara, sagen wir mal, wir reden jetzt von Clara. Sie geht dann in so Läden, weißt du, und sie liebt dieses Zeug, so Stifte kann man da kaufen, so kleine Heftchen, solche Stifte. Das liebt sie und das finde ich total süß. Ich meine, das kostet alles einen Apfel und ein Ei da. Justus hatte den Kindern auch Taschengeld damit gegeben. Sie wollte das immer so kaufen von ihrem Taschengeld. Finde ich total niedlich. Also ja, sowas hat sie sich mitgebracht aus Thailand. Den hier hat sie sich auch ausgesucht. Da gibt es ganz viele Kuscheltiere. Wie viel hat der gekostet? 3 Euro oder so, ne? Also es ist wirklich alles günstig. Und das ist auch wieder eine japanische Marke. Moshi Moshi. Moshi Moshi. Moshi Moshi. Die hatten sogar ein eigenes japanisches Lied, was da in dem Kaufhaus lief. Das sind eigentlich so alles Sachen, nicht für Kinder, sondern für Erwachsene, aber die halt noch alle so, asiatische Frauen sind ja so, so wie ich halt, weißt du, so, manche können damit nicht umgehen, aber ja, ich hab's, wenn man sich so freut über sowas oder so eine Handtasche aus, das aussieht wie so ein Eichhörnchen, weißt du, so, es ist halt Asien, ich bin halt Asiatin, ich mag solche Sachen. Ach, ist mir vorher so Kitsch, so nennt man das doch, Kitsch. Ist das Kitsch? Nee, Kitsch ist. Nee, Kitsch ist ganz viel. Das ist kitschig, ne? Das ist kitschig. Das hat sich Elisa ausgesucht. Und Anastasia doch auch. Ich hoffe, du hast beide mit nach Deutschland mitgebracht. Ich weiß nicht, wo der andere ist. Mir fehlt hier ein. Hier, da ist noch ein Kuscheltier, den kann man auch nochmal zeigen. Ach so. Den hat sich Elisa ausgesucht. Genau. In dem sterbenden Kaufhaus. Das war richtig cool. Ich hatte einen Tag geplant. Ein schöner Weg von unserem Hotel durch so ein paar Läden durch und dann noch Restaurants und am Ende war dann so ein großes Kaufhaus und da hatte ich nochmal geguckt auf die Internetseite. Modernes Kaufhaus. Wow, krass, richtig krass. Und dann gehen wir rein, da war das letztendlich schon am Absterben, das ganze Ding. Und es gab nur noch eine Ebene und diese Ebene bestand aus 99% Handy. Ja, also Elektronik, Handyhüllen und so. Ja. Und der Rest war dann irgendwie so ein Stand im Kaufhaus und da konnte man Es waren eigentlich 3 Ebenen und oben war gar nichts mehr, alles geschlossen und zu und unten auch. Also es, ja. War das Ende eines Kaufhauses. Naja, das haben wir auch noch gekauft. Und zwar im schwimmenden Dorf. Was ist das? Habe ich mich da überreden lassen. Ach so, ja. Von so einer, die das eben verkauft hat. Ne? Sind Süßwasserperlen und dann noch so ein bisschen Anhänger. Und sie meinte, für Baby. Und dann dachte ich, ja, ich wollte ja ein Armband für Baby. Und dann habe ich mich überreden lassen. Man guckt erstmal mit dem Feuerzeug, weil die natürlich auch ganz viel Plastikkram da verkaufen. Genau, also die Perlen sind schon Süßwasserperlen. Ins Feuer gehalten. Was wir auch da gekauft haben, und das finde ich immer super krass, wenn jemand was Originelles, man muss sich mal vorstellen, wirklich jeder Stand hat immer irgendwie das Gleiche wie der nächste Stand. Das und war auf dem schwimmenden Dorf. Ja, und wenn dann jemand kommt und etwas vor Ort selber macht und das sonst keiner gemacht hat. Krass, dass es die Vater überlebt hat, muss ich sagen. Echte Handarbeit. Hat er vor unseren Augen hat er das gemacht. So Glasfigürchen. Das ist nicht ganz typisch thailändisch, aber fand ich total krass, ja, dass da jemand Mühe gemacht. Ja, genau, die Idee hatte, das zu machen. So, ich weiß noch, ich hatte mit denen verhandelt. So, am Ende habe ich dann vergessen zu bezahlen. Und dann war das Justus so peinlich. Das war doch gar nicht so schlimm. Ja, also es ist. Also alles eingepackt, ich sagte ja, Dankeschön und dann habe ich vergessen und tschüss. Ich krieg noch Geld. Ich krieg noch Geld. Oh ja, ich dachte, das soll ich. Nein, das muss man machen. Und dann hat Justus nochmal ordentlich Trinkgeld gegeben. Dann habe ich nochmal ein Trinkgeld gegeben. Und dann hättest du gar nicht runterhandeln müssen. Dann hättest du dir den Zettel. Das mit dem Handeln ist auch immer dann auch ein Spaß. Ich glaube, es ist auch für die dein Gegenüber. Es ist nicht nur so, dass die kommen manchmal ganz weit oben. Mit dem T-Shirt von Johann, ne, kamen die mit 40 Euro oder was? Also 40 Euro für das T-Shirt und man sagt, okay, cool, wie gehen wir jetzt hier weiter? Kann man machen. Oder man sagt hier, nee, 20. Und dann so, oh, und wenn du schon siehst, nicht so, ah, nee, das geht gar nicht, sondern, okay, 20. Das ist der von
Klara hat sich dann ausgesucht. Weil wir waren ja schnorcheln zum ersten Mal in unserem Leben und sie meinte, das erinnert sie an die Fische, die sie da gesehen hat. Das fand ich so süß, als sie das gesagt hat. Cool. Also wir haben in Thailand unfassbar viele Sachen erlebt. Die hast du auch schon in ein paar Vlogs ein bisschen mitbekommen. Das war jetzt ein Haul von uns und ein richtiges Feedback von Thailand machen wir dann noch. Aber all diese Gegenstände erinnern uns jetzt an einen bestimmten Ort und eine bestimmte Aktion, die wir gemacht haben. Also wir sind zurückgekommen mit ganz vielen Erinnerungen und ganz vielen tollen Souvenirs. Ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.